Gefundenes Fressen für die Opposition, weil sie bei einer Fahrt mit dem Bus im Rahmen ihrer Texas-Reise den Regierungsflieger leer hinter sich herfliegen ließ, erntet Außenministerin Annalena Baerbock scharfe Kritik vom politischen Gegner. Baerbock war Mitte September mit ihrer Delegation per Bus von Austin nach Houston gefahren. Wie Bild am Sonntag berichtet, flog der Regierungsflieger A350 am 13. September per Leerflug hinterher, um die Ministerin von dort ins texanische Wichita Falls weiter zu befördern. T-Online rechnet vor, dass dabei rund 4,5 Tonnen Sprit verbraucht wurden. Bei den Unionsparteien sorgte dieser Vorgang für Empörung. Die Grünen gängeln unter dem Vorwand des Klimaschutzes ein ganzes Land, während die Außenministerin sinnlos Kerosin verballert. Bei der Grünen Politshow spielt Klimaschutz nur eine Nebenrolle, schimpfte CSU-Generalsekretär Markus Blume in Bild am Sonntag.